In diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit Microsoft Visio zum Beispiel so einen Querschnitt, so ein E-Profil zeichnen kann. Ich wechsle hier, das ist quasi schon das Endziel. Ich wechsle jetzt hier in meine Zeichnung. Das Layout ist schon entsprechend eingerichtet, Maßstab und so weiter eingestellt. Ich kontrolliere es nur noch mal kurz. Gehe mit der rechten Maustaste auf Profil, Seite einrichten und Zentimeter ist quasi meine Maßeinheit. Und der Maßstab wäre 1 zu 10, wobei das sowieso automatisch dann entsprechend angezeigt wird. Gehe auf OK. Raster ist auch schon eingerichtet. Das Wort kann man hier oben machen. Und ich habe jetzt hier ein Raster aller einen halben Zentimeter. Habe ich hier eine Rasterlinie. Okay. So, fange jetzt an. Ich empfehle immer, das Ganze mit Führungslinien zu machen, weil an denen lässt sich dann besser einrasten. Das heißt, ich ziehe mir jetzt hier eine Führungslinie auf, gehe also. Das Lineal ist aktiviert, klicke jetzt hier mit der Maustaste, fahre ich hier drüber, da erscheint dieser Pfeil. Jetzt drücke ich meine linke Maustaste und fahre hier drüber und raste hier vielleicht bei 80, raste ich ein, erzeuge eine weitere Führungslinie, hier für meinen oberen Flansch, hier bei 100. Jetzt fahre ich ein bisschen hoch und mache hier noch eine Führungslinie, vielleicht hier bei 170. Und da haben wir jetzt genau zwei Einheiten und hier noch eine und machen wir noch eine kleine Abstufung rein. Also hier noch und hier noch. Ja, um dann halt diese schrägen Flansch-Unterseiten zu erzeugen. So, wenn wir die Führungslinien haben, machen wir noch einen, das wird für die Höhe, machen wir noch einen für die Seite. Ich ziehe also hier eine Führungslinie rein, ungefähr bei, sagen wir mal, bei 40. Mache eine weitere, ungefähr bei 40, ist also 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Also wäre, auch vielleicht hier noch ein dazu, auch ungefähr das dann hier zu Ende. So, da können Sie noch schauen, dass es noch mittig ist. Wenn Sie wollen, können Sie es auch versuchen, mittig auszurichten. Wobei, das kann man auch automatisiert machen. Dann ist es allerdings nicht mehr am Raster. Mir passt das so und erzeugen wir jetzt noch ein Layer, wo ich das Profil drauflege. Also hier auf Layer, Layer-Eigenschaften, den Layer nenne ich Profil. Da kommt meine Profillinie drauf. Gehe auf OK, mache ihn gleich aktiv und zeichne jetzt hier mein Profil. Und dann mache ich jetzt folgenden Trick. Das geht eigentlich am schnellsten. Sie können es natürlich hier mit dem Linienbefehl machen. Ich deute es nur an. Jetzt lassen Sie die Linie aktiv. Dann können Sie hier weiter zeichnen. Dann immer entsprechend einrasten. Ja, man sieht ja, jetzt tut mich allerdings ein bisschen schwer hier. Ja, deswegen möchte ich es nicht so machen. Aber so könnte man es auch machen, einfach so zeichnen. Alternativ wäre auch, das hier mit dem Bleistift zu machen. Das hat den Vorteil, da kann man jetzt hier, das ist im Prinzip ähnlich. Ich hätte noch eine Führungslinie machen müssen, hier für den Steg. Habe ich das noch vergessen? Das sehe ich jetzt gerade. Ja, kann man auch so machen. Mit dem Bleistift oder dem Lineal. Ich erzeuge jetzt nochmal eine Führungslinie für den Steg. Das Ding ist jetzt 110 minus 40 wäre jetzt 70 breit. Also 35 von links und rechts wäre ungefähr hier die Mitte. Machen wir vielleicht hier einen über 5. Also 0, 10, 15. Und vielleicht bis zu 60. So. Und machen noch einen. Das wäre jetzt hier 10. Oder oh, vielleicht ein bisschen zu dünn, oder? Ah, ja, ist egal. Ja, das kann man immer noch. So. So könnte er jetzt aussehen. Und ich finde es günstiger, wenn ich auch mit Rechtecken arbeite. Da geht es aus meiner Sicht am schnellsten. Gehe also hier auf Rechteck und ziehe jetzt hier ein Rechteck für den oberen Flansch. Dann ein Rechteck für den unteren Flansch. Und eins für die Mitte. Das hat jetzt nicht ganz schön funktioniert. Das kann ich aber dann nochmal ausrichten. Klicke also hier drauf und lasse das hier einrasten an meiner Führungslinie. So. Oh, das sehe ich gerade, das ist überhaupt nicht mittig. Da habe ich noch einen Fehler gemacht. Im Übrigen können Sie auch die Führungslinien nicht übers Lineal positionieren. Sie können auch hier auf Ansicht gehen.
dann hier auf Aufgabenbereiche und das Größe- und Positionfenster aktivieren, dann können Sie das auch numerisch eingeben, nicht übers Lineal, falls das Lineal nicht geht. Und das sehe ich hier, ich habe jetzt hier 60 und das hier, also ich habe hier quasi 10 und 20, das muss ich hier quasi auch sagen, 10 und 20, das wäre hier. Also hier müsste es hin. Und dann wird das Ding auch ein bisschen breiter. Ja, wobei ich das ein bisschen für dick finde für den Balken. Ich werde es vielleicht noch versuchen, doch noch einen Tick dünner zu machen. Also hier 65 und hier auch nochmal 5 mm rüber. So. Ja, wenn Sie denken, das klappt, dann müssen Sie das Ganze noch zusammenführen. Dazu brauchen Sie Entwickler-Tools, die finden Sie hier. Und falls Sie nicht sichtbar sind, gehen Sie auf Datei, dann auf Optionen und hier Menüband anpassen und müssen hier die Entwickler-Tools aktivieren. Ja, normalerweise sind die, glaube ich, standardmäßig ausgeschaltet. Jetzt schalten wir sie ein, gehen auf OK und jetzt klicken wir einfach die drei Shapes. Mit der Umschalttaste können wir diese drei Shapes auswählen. Achten Sie darauf, dass die Linien genau übereinander liegen. Ja. Notfalls die Linienstärke reduzieren, um das zu überprüfen, weil sonst wird sich das nicht schön vereinigen lassen. Dann gehen Sie jetzt hier auf Vorgänge und sagen Gesamtmenge. Und wenn Sie ganz sauber gezeichnet haben und die Linien genau übereinander liegen, dann macht Ihnen jetzt hier ein Shape draus. Ich werde mal kurz zeigen, was hier schief gehen kann, wenn zum Beispiel hier die Linien nicht genau übereinander liegen. Ich nehme mal das hier und übertreibe es mal, damit Sie das besser sehen, oder es genügt schon so. Ja, es ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber die können manchmal ganz, wie sagt man, also kaum sichtbar, nicht übereinander liegen. So, macht dasselbe nochmal. Dann macht er natürlich keine Rechteck. Hier, Vorgänge. Aber macht er trotzdem. Achso, weil ich reingeschoben habe. Ja, das war natürlich jetzt ein blöder Vorführeffekt. Sie müssen das natürlich hier nach unten schieben. So, eine Lücke. Also, dass hier eine Lücke entsteht. Ist es jetzt eine Lücke? Na, ist keine. Das kommt so einfach, diesen Fehler künstlich zu erzeugen. Wobei ich schon mal unbewusst erzeugt habe, sonst würde ich darauf nicht hinweisen. Genau, und dann haben wir jetzt hier das Problem, dass ich das nicht zusammenschließe. Also eine Lücke darf hier nicht entstehen, wenn es reinragt, das ist nicht so schlimm. So, mal rückgängig. Oh, jetzt hat hier eine ganze Menge. So, also nochmal vereinigen. Alles drei markieren mit der Umschalttaste auf Entwickler-Tools. Hier Gesamtmenge gehen und die beiden sind vereinigt. Jetzt können Sie, haben Sie nur noch die Möglichkeit, wenn Sie das so gemacht haben, dass keine Gruppe aufpassen. Ja, Sie kommen nicht mehr an die Untershapes ran. Sie können es nur über die Griffe hier verändern. Ja, und wenn Sie jetzt aber hier den Punkt verändern wollen, das geht dann nicht mehr. Es sei denn, Sie machen folgenden Trick: Gehen auf Start, wählen hier den Bleistift aus. Und wenn Sie diesen Bleistift haben, können Sie wie bei einer Pull-Linie die einzelnen Griffe anfassen. Sehen Sie hier und könnten jetzt zum Beispiel hier so eine Kurve draus machen. Das ist ähnlich wie in AutoCAD, diese Pullien verarbeiten, könnt ihr jetzt diesen Punkt zum Beispiel hier verschieben, wenn der Bleistiftbefehl aktiv ist. Ja, aufpassen Sie genau auf den Punkt klicken, sonst würden Sie was Neues zeichnen. Macht das hier auch. So. Und so. Ja, jetzt ist das Ding fertig gezeichnet. Man könnte jetzt hier noch die Strichstärke erhöhen, gehe sie auf Linie, Strichstärke und mache das hier etwas dicker. Jetzt können Sie noch bemaßen. Ich werde das nur exemplarisch machen, jetzt nicht, also nur hier ein paar Sachen andeuten. Gehe also hier auf Shapes. Das werde ich jetzt, hier werde ich wirklich Shapes verwenden. Bemaßungs-Shapes, gehe auf Weitere, gehe dann hier auf Visio Extras, dann auf, was muss ich überlegen, hier Bemaßung Technik. Und fange an hier oben horizontal. Das sieht ganz gut aus. Kann nur schön meine Führungslinien hier verwenden, um die Bemaßung gleich schön anhand der Führungslinie zu positionieren. Halt, das war der falsche Griff. Dieser hier. Verwechsel die beiden immer. Ja, ich sehe gerade, das ist vielleicht nicht so günstig mit dem Raster. Ich werde es nochmal ändern, dann kann ich es besser. Das aller halben Zentimeter ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Machen wir mal aller zwei. Ja, ich glaube, da kann man besser arbeiten. Wobei, da sind die hier, das ist das hier nicht genau. Glaube, 2,5 wird wahrscheinlich.
War das jetzt? Ja, das geht sich aus. Jetzt sind quasi alle Linien auf dem Raster. Jetzt können wir ein bisschen besser arbeiten, wenn das Raster, Sie haben gerade gesehen, wenn das Raster zu fein ist, ist es kaum zu gebrauchen, ist es zu grob, ist es aber auch nicht zu gebrauchen. Ja, aber das sieht ganz gut aus. Den kann ich jetzt ganz gut arbeiten und könnte jetzt hier das ausrichten. Habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, machen wir mal 4 Rastereinheiten. Ist jetzt hier meine Abstandbemaßung zum bemaßenden Objekt und kann es jetzt hier entsprechend ausrichten auf eine Breite von 70. Könnt ihr noch was davor schreiben? Das wäre jetzt die Breite. Ist gleich. Könnt ihr hier noch die Einheit entsprechend die Genauigkeit hier ändern? Wenn ich sage, ich möchte hier nur eine Kommastelle haben. Und könnte hier noch sagen, ich möchte die Maßeinheit anzeigen. Und dann sieht das so aus. Bauen wir noch eine seitliche Bemaßung. Sie sehen hier mal schön an der Vorschau, wenn Sie von links bemaßen, ist das super. Ja, da passen die Shapes ganz gut. Dann können Sie genauso vorgehen wie hier oben. Wenn Sie allerdings, ach so, wenn Sie allerdings, Sie sollten vielleicht auch duplizieren, wenn Sie die Schriftgröße ändern wollen oder so. Können Sie das ja auch machen, Centauri zum Beispiel. Und hier können Sie jetzt wieder sagen, vier Kästchen Abstand, das sind jetzt drei, jetzt sind es vier, eins, zwei, drei, vier. So dass es ein bisschen gleichmäßig aussieht, können Sie jetzt wieder hier. So, und hier kann ich noch ein bisschen, halt, das war der falsche Griff, über den Griff kann ich hier die Maßlinie justieren. Eins, zwei, drei, vier, das passt. Und hier auch 1, 2, 3, 4. So habe ich schon mal denselben Abstand, sieht dann besser aus. Könnte hier wieder dann was davor schreiben. Das wäre dann H, nee, die Flanschhöhe, also HF.O für oben. Ist gleich das noch tief stellen. Einfach markieren, dann hier auf Schriftart gehen. Und Position wäre tief gestellt. Und auch hier wieder die Einheiten einstellen. Entweder einstellen nach dem Komma oder gar keine Genauigkeit. So. Soweit so gut. Das sind ja die Bemaßungen, die jetzt wirklich auch in der Vorschau sieht, dass sie hier von links kommen oder hier von oben. Wie mache ich das, wenn ich jetzt hier unten bin? Ja, da könnte man auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich nehme einfach eine hier von oben. Aber hier habe ich das Problem jetzt, dass hier meine, wenn mich das stört, ich kann es das natürlich so lassen, dass hier meine Bemaßung, so kann ich das entsprechend auf der falschen Seite ist, aber das kann ich einfach jetzt hier rausziehen. Und dann entsprechend hier schieben. So, 1, 2, 3 ist immer viel zu viel. 1, 2, 3, 4 passt. Und könnt ihr jetzt auch hier das entsprechend bemaßen. Also einfach hier das entsprechend rausziehen. Auf der anderen Seite können Sie genauso vorgehen. Ja, dann können Sie zum Beispiel jetzt diese Bemaßung einfach wieder reinholen, das sind diese hier. Oder schon mal die Schriftart anpassen. Dupliziere die mir einfach, gehe auf String D, nehme die meinetwegen jetzt hierher und ziehe hier das raus, schiebe es hier ran, mache es hier nochmal so, so. Halt, das war zu viel, also was 4 hatte ich gesagt, so. 1, 2, 3, 4, muss allerdings jetzt hier noch die Länge korrigieren. Halt, das war jetzt der falsche Griff. Na. So. Ah, das ist eben hier der Haken ein bisschen. Ich weiß nicht, warum man das jetzt hier macht. Also auch 1, 2, 3, 4. Das lässt sich hier leider dann nicht mehr anpassen. Also hier kriegen wir ein Problem. Falls das eintritt, mache ich immer folgenden Trick. Wenn ich jetzt mit dem Maß doch nicht klarkomme, wegen dieser Zieherei, also 1, 2, 3, 4, müsste eigentlich hierher. Ah, jetzt habe ich es wieder. 1, 2, 3, 4 passt. Und ja, die Bemaßung wäre, die Schrift wäre jetzt auf der Seite. Ja, aber ja, können wir eigentlich so lassen. So viel zur Bemaßung. Übrigens bei der Bemaßung fügt er automatisch die Layer ein. Bemaßung, wenn das ja für Sie okay ist, können Sie nur lassen. Ansonsten können Sie den noch entsprechend zuordnen. Was fehlt noch? Ah ja, das Koordinatensystem.
hier in der Mitte und die Bewehrung. Ja, die Bewehrung, da mache ich die Werte momentan nur angedeutet, weil ich noch gar keine Ahnung habe, was da genau reinkommt. Nur für die Berechnung deute ich es an, um meine Berechnungsparameter zu visualisieren. Gehe also hier auf neuen Layer, Bewehrung und deute jetzt hier mal nur eine Bewehrungsebene an. Das könnten dann auch durchaus mehrere sein, also sowohl unten als auch oben. Aber jetzt hier für Vorführzeige genügt eine, das wiederholt sich ja dann bloß. Mache den Layer auch gleich aktiv. Gehe auf OK. Und zeichne jetzt hier wieder über den Befehl Linie hier meine Bewehrung ein. Jetzt kann ich meine Punkte nicht so genau sehen, aber ich raste trotzdem ein. So, wenn das stört, kann er auch hier einfach dann die Füllung rausnehmen. Sagen keine Füllung. Und dann sieht man auch ganz genau, ob das hier passt. Und nehmen wir eine Linienfarbe. Halt das hier und vielleicht noch eine andere Linienstärke. Und hätte jetzt hier meine Bewehrung angedeutet. Ja, interessant ist nochmal, ich glaube, wir haben jetzt die Bemaßung. Ja, nee, passt, hat doch richtig gemacht. Layer-Bemaßung. Ja, letzter Punkt, der hier noch fehlt, wäre hier die. Oh, jetzt sehe ich gerade jetzt noch ein Problem mit dem Rahmen. Hier ist wohl noch da. Hier habe ich, glaube ich, noch am Maßstab rumgespielt und den Rahmen das noch zugeordnet. Seite einrichten. Das ist hier der Zeichnungsmaßstab 1 zu 10. Passt. Jetzt gehen wir hier raus. Seite einrichten. Tun das schnell korrigieren. Nehmen den Hintergrund raus. Gehen auf OK. Gehen jetzt wieder rein. Seite einrichten. Hintergrund passt, Zeichnungsmaßstab ist ja nicht 1 zu 10, sondern keine Skalierung, Zeichenblattgröße A4 passt. Und das sollte auch passen. So, schauen wir uns nochmal an, passt. Hier auf Profil wieder gehen, Seite einrichten, das wieder reinnehmen und dann passt das wieder. So, es fehlt noch das Koordinatensystem, machen wir das noch schnell. Also Layer-Eigenschaften, neuer Layer, Koordinatensystem. Gehen auf OK und zeichnen jetzt hier einmal die Y-Achse. Gehen also hier auf Linie, suchen hier ungefähr die Mitte. So, das soll meine Y-Achse erstmal sein. Die werde ich entsprechend einstellen. Man könnte jetzt das hier noch sich auszählen oder einfach mal durchbemaßen, ja, um zu gucken, ob es wirklich die Mitte ist. Ja, man könnte aber auch den Ursprung hier reinlegen. Ich setze hier einfach mal. Achso, das war die falsche Bemaßung. Hier eine Bemaßung rein, die ich dann wieder weglösche. Zum Beispiel hier vertikal. Halt immer mit gedrückten linken Maustaste hier reinziehen. Gedrückte linke Maustaste und jetzt hier loslassen. So, und da haben wir hier 30. Dupliziert das Ganze. Und haben wir hier auch 30. Ja, das passt. Das ist genau die Mitte. Und jetzt wird es formatiert, die Linie. Gehe also hier auf Linie. Das wäre jetzt hier grün. Und die Strichstärke wäre, na, nehmen wir das. Wir wollen noch einen Pfeil haben. Halt, hier ist es. Pfeil. Rechts passt auch. So groß soll es eigentlich nicht sein. Fügen noch einen Text hinzu. Wir gehen hier auf Text und schreiben hier rein Y. Klicken wieder raus. Und markieren auch den Text nochmal auf grün. Jetzt, wenn wir den Text noch rausschieben, das hier vorne steht, klickt das Schild nochmal an und gehe hier auf Text Block. Habe jetzt hier Griff und kann es jetzt hier rausschieben. Wer will, kann es noch ein bisschen kleiner machen, damit sich das dann hier besser darstellt. So, wenn das passt, gehe ich auf meine Auswahlwerkzeug, klicke da drauf, achso, noch die Schrittart einstellen. Centauri. Centauri. Dann Steuerung D, dupliziert das Ganze, mache jetzt hier ein Z draus, gehe jetzt hier auf die Farbe Blau und hier auch Blau. Hier machen wir also ein Y und Z und drehe das Ganze hier nach oben, schiebe das hier in die richtige Position. So.
Jetzt haben wir hier vier Kästchen, ja auch, das passt. Und das ziehen wir noch ein bisschen raus. Muss das Z noch drehen hier oben. Gehe also hier auf Textblock und drehe das Ganze. Ups, habe ich das Schieben erwischt? Na. Also anklicken, Textblock. Und jetzt können wir es drehen. Jetzt sehe ich gerade, es ist nicht ganz sauber hier von der Ausrichtung her, weil das jetzt zu eng zusammengeschoben ist. Mach es einfach ein bisschen größer, damit der Punkt genau in der Mitte steht. Alternativ dazu könnte ich ja auch auf Textblock gehen und hier die Rahmen rausschmeißen. Machen wir, dass wir immer hier drin sind. Und ich möchte auch keine Farbe hinterlegen. Jetzt kann ich das hier entsprechend am Raster ausrichten. Wenn das Koordinatensystem passt, kann man noch eine Gruppe draus machen. So, gehe hier auf Gruppieren und habe jetzt ein Koordinatensystem hier eingezeichnet. Ja, so viel zu den Zeichnen von Profilen hier in Microsoft Visio.